Kapitel 5, Punkt 1. Die Welt der Dschinn. Einige Leute haben versucht, die Existenz der Dschinn, über die der Koran in einem ganzen Kapitel, Surah al-Dschinn, berichtet, zu leugnen. Indem sie sich auf die wörtliche Bedeutung der Bezeichnung Dschinn stützen, die sich von dem Verb Jannah, Yajunnu, verdecken, verbergen, verstecken, ableitet, behaupten sie, dass sich dieses Wort in Wirklichkeit auf kluge Fremde bezieht. Andere behaupten gar, dass ein Dschinn, ein Mensch ohne Vernunft, von feuriger Natur sei. In Wirklichkeit sind die Dschinn jedoch eine andere Spezies in der Schöpfung Allahs, die mit den Menschen gemeinsam auf der Erde existiert. Allah hat die Dschinn vor den Menschen und mit einer anderen Zusammensetzung der Elemente erschaffen. Allah sagt: Und wahrlich, wir haben den Menschen erschaffen aus trockenem, tönendem Lehm, aus schwarzem, zu Gestalt gebildetem Schlamm. Und die Dschinn erschufen wir zuvor aus dem Feuer der sengenden Glut. Surah Al-Hijr, Vers 26 und 27. Man nennt sie Dschinn, weil sie vor den Augen der Menschen verborgen sind. Iblis, der Shaitan, ist einer von den Dschinn, obwohl er unter den Engeln war, als ihnen befohlen wurde, sich vor Adam niederzuwerfen. Nachdem er dies ablehnte und nach dem Grund gefragt wurde, sagte er: Ich bin besser als er. Du erschufst mich aus Feuer und ihn hast du aus Ton erschaffen. Surah Sad, Vers 76. Aisha überlieferte, dass der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Die Engel wurden aus Licht und die Dschinn aus rauchlosem Feuer erschaffen. Auch sagt Allah: Und da sprachen wir zu den Engeln: Werft euch vor Adam nieder. Und sie warfen sich nieder, außer Iblis. Er war einer der Dschinn. Surah Al-Kahf, Vers 50. Daher ist es nicht richtig, ihn als einen gefallenen Engel oder Ähnliches zu bezeichnen. Die Dschinn können zunächst gemäß ihrer Existenzform in drei große Kategorien unterteilt werden. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Es gibt drei Arten von Dschinn. Die eine Art fliegt unablässig in der Luft. Eine andere lebt als Schlange und Hund. Und eine erdgebundene Art, die sich an einem Ort niederlässt oder umherwandert. Weiterhin kann man die Dschinn anhand ihres Glaubens als Muslime und Kuffar unterscheiden. Allah bezieht sich auf die gläubigen Dschinn in Surah al-Dschinn wie folgt: Sprich, es wurde mir offenbart, dass eine Schar der Dschinn zuhörte und dann sagte: Wahrlich, wir haben einen wunderbaren Koran gehört, der zur Rechtschaffenheit leitet. So haben wir an ihn geglaubt, und wir werden unserem Herrn nie jemanden zur Seite stellen. Und wir haben gehört, dass unser Herr, erhaben ist er, sich weder Gattin noch Sohn genommen hat, und dass die Toren unter uns abscheuliche Lügen über Allah zu äußern pflegten. Surah al-Dschinn, Vers 1 bis 4. Und des Weiteren spricht Allah: Und manche unter uns sind Gottergebene, und manche unter uns sind vom rechten Weg abgewichen. Und die sich ergeben haben, diese haben den rechten Weg gefunden. Diejenigen, die aber vom rechten Wege abweichen, werden Brennstoff der Jahannam sein. Surah al-Dschinn, Vers 14 und 15.
Die Ungläubigen unter den Dschinn werden sowohl im Arabischen als auch im Deutschen mit verschiedenen Namen bezeichnet. Unter anderem Ifrit, Shaitan, Qarin, Dämon, Teufel, Geist etc. Sie versuchen den Menschen mit verschiedenen Mitteln irrezuführen. Wer auch immer auf sie hört und ein Diener von ihnen wird, wird als ein menschlicher Shaitan bezeichnet. Allah sagt: Und so hatten wir für jeden Propheten Feinde bestimmt, die Satane aus den Reihen der Menschen und der Dschinn. Sura Al-An'am, Vers 112. Jeder Mensch wird von seinem persönlichen Dschinn begleitet, den man Qarin, das heißt Gefährte, nennt. Dies ist ein Teil der Prüfung für den Menschen während seiner Lebenszeit. Der Dschinn treibt seine niederen Triebe an und versucht konstant von der Rechtschaffenheit abzubringen. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, deutete auf diese Beziehung wie folgt hin: Jedem von euch wurde ein Gefährte von den Dschinn zugeteilt. Die Sahaba fragten: Auch dir, o Gesandter Allahs? Der Prophet antwortete: Selbst mir, nur dass mir Allah gegen ihn geholfen hat und er sich unterwarf. Er sagt mir nur noch, dass ich Gutes tun soll. Als ein Zeichen für sein Prophetentum erhielt der Prophet Suleiman die wundersame Kontrolle über die Dschinn. Allah sagt: Und dort vor Suleiman wurden dessen Heerscharen der Dschinn und Menschen und Vögel versammelt, und sie standen in Reih und Glied geordnet. Sura An-Naml, Vers 17. Aber diese Macht wurde keinem anderen gegeben. Keinem anderen ist es erlaubt, die Dschinn zu kontrollieren, und niemand ist in der Lage dazu. Der Prophet sagte: Wahrlich, ein Ifrit von den Dschinn spuckte letzte Nacht auf mich, um mich vom Gebet abzuhalten. Jedoch ließ Allah mich ihn überwältigen, und ich wollte ihn an eine der Säulen in der Moschee binden, so dass ihr ihn alle am Morgen hättet sehen können. Dann erinnerte ich mich an das Gebet meines Bruders Suleiman, wie Allah im Koran sagt: O mein Herr, vergib mir und gewähre mir ein Königreich, wie es keinem nach mir geziemt. Wahrlich, du bist der Gabenverleiher. Sura Sad, Vers 35. Der Mensch kann keine Befehlsgewalt über die Dschinn erlangen, weil dies ein besonderes Wunder ist, das nur dem Propheten Suleiman gewährt wurde. In der Tat wird der Kontakt mit den Dschinn unter normalen Umständen, außer im Falle von Besessenheit oder Unglück, zumeist durch die Ausführung von entweihenden Handlungen aufgenommen, die in der Religion verachtet und verboten sind. Der böse Dschinn, der auf diese Weise gerufen wurde, kann seinem Partner in Sünde und Unglaube an Allah unterstützen. Ihr Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich zur größten Sünde zu bewegen, der Anbetung anderer als Allah allein oder mit Allah zugleich. Sind die Wahrsager mit den Dschinn in Kontakt getreten und haben sie mit ihnen ihre Vereinbarung getroffen, so können die Dschinn sie über gewisse Ereignisse in der Zukunft informieren. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, erklärte, wie die Dschinn Wissen über die Zukunft zu erlangen pflegten. Er erzählte, dass die Dschinn in der Lage gewesen sind, zu den untersten Ebenen der Himmel hinaufzusteigen und Neuigkeiten über die Zukunft zu erlauschen, über die sich die Engel gegenseitig berichteten. Anschließend kehrten sie zur Erde zurück und gaben diese Informationen an ihre menschlichen Kontaktpersonen weiter. Vor der Prophetenschaft Muhammads geschah dies häufig, und die Informationen der Wahrsager waren dementsprechend sehr genau,
So fanden sie Anstellung an den Königshöfen, genossen große Anerkennung und wurden in manchen Teilen der Welt sogar angebetet. Nachdem der Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit seiner Mission begonnen hatte, änderte sich das. Allah ließ die Engel die untersten Ebenen der Himmel sorgfältig bewachen, und der größte Teil der Dschinn wurde mit Meteoriten und Sternschnuppen verjagt. Allah beschreibt dies mit der folgenden koranischen Aussage, als einer der Dschinn sagte: Und wir suchten den Himmel, doch wir fanden ihn mit starken Wächtern und Sternschnuppen erfüllt. Und wir pflegten auf einigen seiner Sitze zu sitzen, um zu lauschen. Wer aber jetzt lauscht, der findet einen schießenden Stern für sich auf der Lauer. Surah al-Jinn, Vers 8 und 9. Allah sagt ebenfalls: Und wir haben ihn vor jedem verfluchten Satan bewahrt, außer vor jenem, der heimlich lauscht und den dann eine wirkungsvolle Flamme verfolgt. Surah al-Hijr, Vers 17 und 18. Ibn Abbas sagte: Als der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, mit einer Gruppe von Gefährten zum Markt von Uchath aufbrach, wurden die Dschinn davon abgehalten, Informationen aus den Himmeln zu erlauschen. Meteoriten wurden auf sie losgelassen und sie kehrten zu ihren Leuten zurück. Als ihre Leute sie fragten, was geschehen sei, berichteten sie über die Vorkommnisse. Sie mutmaßten, dass irgendetwas geschehen sein musste, und so schwärmten sie auf der ganzen Erde aus, um nach dem Grund dafür zu suchen. Schließlich begegneten einige dem Propheten und seinen Gefährten, die gerade im Gebet standen, und hörten den Koran, während er im Gebet vorgetragen wurde. Sie sagten zu sich selbst, dass dies der Grund dafür gewesen sein muss, dass sie daran gehindert wurden, an Informationen aus den Himmeln zu gelangen. Als sie zu ihren Leuten zurückkehrten, sagten sie zu ihnen: Wahrlich, wir haben einen wunderbaren Koran gehört, der zur Rechtschaffenheit leitet. So haben wir an ihn geglaubt, und wir werden unserem Herrn nie jemanden zur Seite stellen. Surah al-Jinn, Vers 1 und 2. So konnten die Dschinn nicht mehr so einfach Informationen über die Zukunft erlangen, wie sie es vor der Mission des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, zu tun pflegten. Darum vermischen sie jetzt ihre Informationen mit vielen Lügen. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Sie, also die Dschinn, geben eine Information untereinander weiter, bis sie schließlich die Lippen eines Magiers oder Wahrsagers erreicht. Manchmal werden sie von einem Meteor erfasst, bevor sie weitergeben können, was sie erfahren haben. Geben sie aber eine Information weiter, bevor sie erschlagen werden, so fügen sie 100 Lügen hinzu. Aisha berichtete, dass ihr der Gesandte Allahs, Friede und Segen seien auf ihm, als sie ihn über die Wahrsager befragte, antwortete, dass sie nichts seien. Daraufhin entgegnete sie, dass die Wahrsager manchmal aber Dinge gesagt hätten, die tatsächlich wahr gewesen seien. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Dieses einzige wahre Wort nimmt ein Dschinn in aller Eile von irgendwoher und tut es ihm in das Ohr, der es dann mit 100 Lügen vermischt. Einst ging an Umar ibn al-Khattab ein gut aussehender Mann vorbei. Umar sagte: Wenn ich mich nicht irre, folgt diese Person immer noch seiner Religion aus vorislamischer Zeit, oder er war einer ihrer Wahrsager. Er befahl, dass der Mann zu ihm gebracht werde, und fragte ihn über das, wozu er ihn verdächtigte. Der Mann antwortete: Noch nie habe ich einen Tag erlebt, an dem einem Muslim solche Anschuldigungen gemacht wurden. Umar sagte: Wahrlich, ich bin dazu entschlossen, von dir in dieser Sache informiert zu werden. Der Mann sagte darauf: Ich war ihr Wahrsager in der Zeit der Unwissenheit,
Nachdem Umar dies hörte, sagte er, erzähl mir von der merkwürdigsten Sache, die dir dein weiblicher Dschinn mitgeteilt hat. Der Mann sagte, als ich eines Tages auf dem Markt war, kam mein weiblicher Dschinn schwer besorgt zu mir und sagte, hast du nicht die Dschinn in ihrer Verzweiflung nach ihrer Schande gesehen und wie sie den Kamelstuten und ihren Reitern folgen? Umar sprach, dies ist wahr. Die Dschinn sind auch in der Lage, ihre menschlichen Kontaktpersonen über die nahe Zukunft zu informieren. Geht beispielsweise jemand zu einem Wahrsager, so bekommt der Dschinn des Wahrsagers von Qarin dieser Person Informationen über die Pläne, die sie vor ihrem Besuch geschmiedet hatten. Daher ist der Wahrsager in der Lage, ihm zu sagen, dass er dies und das machen oder hierhin und dorthin gehen will. Auf diese Art ist ein echter Wahrsager auch in der Lage, genaue Details über die Vergangenheit einer fremden Person zu erlangen. Es ist ihm möglich, einem vollkommen Fremden die Namen seiner Eltern, seinen Geburtsort, Ereignisse in seiner Kindheit etc. zu berichten. Die Fähigkeit, die Vergangenheit einer Person detailliert zu schildern, ist eines der Zeichen eines echten Wahrsagers, der in Kontakt mit den Dschinn steht. Da die Dschinn innerhalb eines Augenblicks größte Entfernungen zurücklegen können, sind sie in der Lage, große Mengen von Informationen über verborgene Dinge, verlorene Gegenstände und unbeobachtete Geschehnisse anzusammeln. Den Beweis für diese Fähigkeit kann man im Koran finden, und zwar in der Geschichte vom Propheten Suleiman und Bilqis, der Königin von Saba. Als die Königin Bilqis zu ihm kam, befahl er den Dschinn, ihren Thron aus ihrem Land zu bringen. Da sprach ein kraftvoller Riese von den Dschinn, ich will ihn dir bringen, ehe du dich von deinem Feldlager erhebst. Wahrlich, ich habe die Stärke dazu und bin vertrauenswürdig. Surah An-Naml, Vers 39.